Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der vorletzten Folge haben wir die 1 Million Einwohner erreicht und in der letzten Folge haben wir wieder gestartet, damit hier die Wolkenkratzer-Versorgung herzustellen auf Bradcaster, weil wir diese Insel einmal zum Finale bringen wollen, dass sie wirklich eigentlich fertig ausgebaut ist und wir damit durch sind. Jetzt habe ich vorhin ein Video gesehen vom lieben Radlerauge zum neuen DLC, was ja dann im Dezember noch kommt, zum Aufstieg der neuen Welt. Super interessant, super komplex wieder. Und wir haben das Hacienda-DLC ja noch gar nicht richtig gespielt, beziehungsweise ich weiß noch gar nicht, was passiert. Das heißt, es steht trotzdem noch im Fokus, hier diese Insel einmal zu machen. Ich kann noch nicht genau schätzen, wie lange das jetzt dauert, bis wir die einmal durch haben. Und dann können wir uns damit beschäftigen, die Hacienda noch ein bisschen zu spielen, bevor das andere DLC dann kommt. Das ist ja aber auch schon in einem Monat dann schon wieder soweit. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, ranhalten. Und im Zweifelsfall stellen wir die Hacienda einfach noch ein bisschen weiter hinten an. Weil wir wissen ja noch gar nicht, ob es weitergeht mit einem weiteren Anno, mit einer weiteren Anno-Season oder ob hier, dass die letzte Anno-Season ist, werden wir aber wohl auch im Dezember erfahren. Gut, so, ich sehe gerade, wir haben uns beim letzten Mal schon drum gekümmert, dass hier ordentlich Kaffee, Schokolade und Kekse rangeschafft werden. Und scheinbar sind wir bereit auszubauen. Das sind alles Stufe 2er, das sind auch alles Stufe 2er. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch mal großzügig unsere Stufe 2er aus auf Stufe 3. So, und dann sind wir hier aber scheinbar mit unseren Ressourcen schon wieder am Ende. Es hängt an den Stahlträgern. Okay. Und ich habe mich noch was gefragt. Denn bisher haben wir immer als unser mächtigstes Gut die schweren Geschütze gehabt. Das ist aber ja jetzt eine ganze Zeit her. Und mittlerweile haben wir die Fahrstühle. Und ich frage mich, ob die ein krasseres Exportvolumen haben. Ob wir die besser einsetzen können. Und das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren, indem wir die Fahrstühle? Geht das nicht so? Warte, muss ich erst leer machen und kann es dann reinziehen? Hä? Ach so, warte mal, ich muss hier ja erstmal handeln. Ich bin ja verwirrt. So. Also, dann schauen wir uns das doch hier mal direkt am Vergleich an. 500 Eisen, Verhältnis 1 zu 80. Krass, die schweren Geschütze sind immer noch besser. Aber Fahrstühle sind eine Option, dass wir damit auch handeln, weil 1 zu 49 ist natürlich schon signifikant nochmal anders als 1 zu 80. Aber ist trotzdem natürlich ein starker Wert und dürfte damit vielleicht besser sein als die Hochräder. Ich möchte jetzt hier gerade nicht so viel irgendwie rummessen. Wir können das mal hier unten hinziehen. So, und dann schauen wir einfach auch mal gegen die Jagdfälle. Gegen die Fälle. Was wir da für ein Tauschverhältnis haben. 1 zu 11. Okay, also deutlich besser als die Hochräder. Und die sind ja schon hochgelevelt. Das heißt, wir sollten uns überlegen, mal etwas mit unseren Fahrstühlen anzugehen. Und darüber ein bisschen Versorgung sicherzustellen. Wenn wir genug haben, natürlich nur. Ne? Das ist immer ein bisschen die Voraussetzung. So, jetzt sind die hier Stufe 3 wollen schon hoch auf Stufe 4 und ich sehe gerade, die haben noch gar keine Einrichtungshäuser gebaut, scheinbar. Das wundert mich jetzt. Ich dachte, wir hätten hier alles schon mal zur Verfügung gestellt. Hier ist doch ein Einrichtungshaus. Aber wir haben da keine Waren. Eieiei, das ist natürlich schlecht wiederum. Okay, hier, das dürften auch noch Stufe 2er sein. Das, jetzt habe ich hier nicht so den die Top-Übersicht. Zack, das sind auch Stufe 2er, wird aufgewertet. Nee, das war noch Stufe 1er. Das sind auch noch Stufe 1er. Oh je, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun, bis wir das hier alles mal geupgradet haben. Aber wir scheinen hier ein generell hohes Problem zu haben. Hier keine Farben und Lacke. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay, wir müssen Farben und Lacke sicherstellen, dass die rüberkommen. Schauen wir uns doch mal an. Farben und Lacke. Wir haben theoretisch eine ausreichende Produktion, wenn sie voll laufen würde, was sie scheinbar nicht tut. Denn hier fehlt es an Harz. Okay, das ist eine weitere Info. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Detektiv spielen. Harz produzieren wir viel zu wenig.
auf dieser Insel. Wo produzieren wir denn Harz? In einer Baumschule. Okay, gut. Die machen Harz plus auf wo war das? Das andere. Auf Kollapsingen machen wir noch Harz. Die haben aber keine Produktivität, denn hier ist das Lager voll. Das ist ja jetzt eine, ja, für uns eigentlich ganz nette Erkenntnis. So, hier laden wir einmal kurz fleißig unsere Schiffe leer. Und dann nehmen wir doch einfach eins unserer Megaluftschiffe und schicken das mal, wo ist denn Kollapsingen hier? Und schicken das mal nach Kollapsingen, bevor hier irgendwas zusammenbricht. Haben wir hier noch Möglichkeiten, das ein bisschen auszubauen? Also ich meine so ein paar Anlegestellen oder so? Nee. Aber hier haben wir halt auch nicht so viel Handelsverkehr. Die Frage ist natürlich vor allem auch, wie transportieren wir denn bisher den Harz ab? Harz, Dächer der Stadt. Wir haben eine Handelsroute, die einmal einlädt und nach Jandelflock bringt. Das ist ja ein richtiger Downer. Oh, wie viele Schiffe wir mittlerweile haben, das ist ja grandios. Bitte im Cup erstmal nur und dann nehmen wir uns hier die kleine Amazone noch dazu. Und bringen das jetzt mal ordentlich rüber. Und damit es hier einmal ein bisschen Starthilfe gibt. Wo ist der Harz? Kein Landwirtschaftsprodukt. Rohmaterial, okay. Die Starthilfe liefern wir dann einmal manuell. Und fliegen das direkt hoch nach... Genau, Jandelflock. Ich wollte kurz nur schauen, ob wir hier unten theoretisch auch noch einen Hafen haben. Und dann packen wir das mal hier hoch. Machen hier einmal die schweren Geschütze leer. Und parken das Schiff ein bisschen auf Seite. So ist das dann schon mal sichergestellt. Okay, gut. Sonst sind wir hier aber gut am Stissel. Was hatten wir hier die ganzen Rathäuser überhaupt schon besetzt? Jo, das sieht gut aus, als hätten wir noch nicht alles besetzt. Okay. Also eins, zwei sind noch leer. Drei sind noch leer. Hier müsste doch auch wieder eins sein. Drei sind noch leer. Okay, wenn jetzt hier schon voll ist, dann gehe ich davon aus. Okay, drei sind leer. Das heißt, wir brauchen da jetzt nochmal Saint-D'Artois, unseren Feuerwehrchef und das päpstliche Papier. Dreimal jeweils. Okay, dann nehmen wir doch hier unser Luftschiff. Theoretisch können wir es ja jetzt sogar per Item-Umlagerung transportieren. Aber ich glaube, das sparen wir uns jetzt hier mal. Und machen das Ganze einmal hier drüber. Da müssten wir ja einige von produziert haben. Ach, ich bin hier aber auch komplett falsch. Ich muss natürlich in die Rathaus-Items. Eins, zwei, drei. Aber was mir jetzt natürlich gerade einfällt, ist, hier passt ja gar nicht alles rein. Das ist wiederum natürlich problematisch. Weil das können wir jetzt natürlich schon mal rüberbringen. Aber eins fehlt noch. Was ich jetzt aber nicht mehr weiß, ist, hatten wir hier... Hier hatten wir tatsächlich auch das Item-Transferierungsteil. Das heißt, wir machen den letzten dann wirklich mal hier drüber. Und packen hier noch ein päpstliches Papier mit rein. Das dauert auch einen kleinen Moment, bis das transferiert ist. Die Frage ist jetzt, wie wäre es schneller gewesen? Über die Transferierung oder sind wir mit dem Luftschiff gar nicht so schlecht gewesen? Das behalten wir jetzt mal kurz im Blick. Denn ich vermute, dass das Luftschiff gleich auch ankommt. Und dann könnte es sein, dass das minimal schneller ist. Da ist es. Es ist tatsächlich minimal schneller. Es ist aber natürlich auch ein bisschen früher losgefahren. Ne? Das muss man jetzt sich auch eingestehen. So, wir haben... Die Item-Entwicklung abgeschlossen. Hier steckt dann jetzt auch noch das Item drin. Das nehmen wir dann einmal raus. Und sind jetzt bereit, um hier unsere Rathäuser noch nachzusetzen. Saint-D'Artois, Feuerwehrmann und das päpstliche Papier einmal. Dann hatten wir noch ein Rathaus hier. Saint-D'Artois, Feuerwehrmann George und das päpstliche Papier. Und hier in dem Bereich war noch eins. Hier das Rathaus. Jawohl, das ist es. Da fehlen die uns noch. Jetzt hatten wir hier schon eine Saint-D'Artois. Das heißt, es hätte sogar alles ins Luftschiff gepasst. Hätte ich richtig aufgepasst. Habe ich aber nicht. Okay. Gut. Aber
Wir sehen gerade jetzt, ich wollte gerade sagen, wir sehen auch schon, dass Farben und Lacke hier jetzt wieder anständig ankommen. Stimmt aber gar nicht. Und schauen wir uns doch auch mal da die Transportroute an. Farben und Lacke nach Bradcaster. So, wir laden immer noch Quarzsand ein. Warum bringen wir denn Quarzsand rüber? Gut, Crown Falls ist komplett voll mit Farben und Lacken. Warum bringen wir Quarzsand hier rüber? Haben wir hier Bedarf an Quarzsand? Quarzsand. Werden keine Waren produziert. Ja, das ist mir klar, dass das nicht produziert wird. Aber wird das genutzt? Für irgendwas? Wird es hier unten benutzt? Nein. Warum transportieren wir Quarzsand hier hin? Können wir im Lager mal kurz nachschauen. Wie sieht's aus? Quarzsand bleibt stabil. Kann Handelsrouten, keine Einträge. Warum steht da jetzt nicht das... Hä? Okay, hier scheint's gar nicht runter zu gehen. Kein Stückchen. Das heißt, ich weiß nicht, wieso wir das machen. Wir werden den Quarzsand hier mal rausnehmen. Und sollte sich rausstellen, dass das nicht klappt, dann müssen wir da vielleicht nochmal irgendwie tätig werden. So, und ich würde jetzt gerne einmal zum Komet 5 springen, um den ganzen Quarzsand darunter zu nehmen. Aber das ging das nicht mal? Auf Handelsroute, so. Das muss ich jetzt alles händisch durchgehen, oder was? Damit ich das Schiff finde. Nee. Bevor wir das machen, schmeißen wir den hier runter und setzen ein komplett neues Schiff. Oh, hier haben wir noch ganz schön viele Schiffe mit Kaffee stehen. Uiuiui. Herold 2. So, steht rechts bei Crown Falls. Setzen wir rein. Fährt jetzt los. Kaffee wird über Bord geschmissen. Und dann ist der Drops gelutscht. Gleichzeitig können wir aber mal kurz hier den Kaffee ausladen. Scheinbar haben wir auch ordentlich Platz auf Crown Falls für Kaffee. Das ist wiederum dann ein schlechtes Zeichen. Weil wir ja unsere Kaffeehandelsrouten hier stark reduziert. Oder hatten wir die komplett eingestellt? Ich bin mir gar nicht genau sicher. Aber hier steht auf jeden Fall noch ordentlich Kaffee rum. So, du fährst mal ran. Du fährst ran. Du fährst ran. Du fährst auch ran. Ei, wie viel Kaffee. Ja, wir hatten halt, was hatten wir, 19 Schiffe da drauf oder so? Ich meine, es wären 19 Schiffe gewesen. Das ist natürlich auch schon mal eine Ansage, die wir da gemacht haben. Oh, und da passt verdammt viel Kaffee rein. Ich befürchte, dass hier irgendwas an unserer Kaffeerechnung nicht ganz aufgeht. Es passt alles rein, oh je. Ich hätte mir vorher die Lage mal angucken müssen, bevor ich jetzt hier den Kaffee händisch nachfülle. Aber wir gucken trotzdem jetzt mal kurz rein. Konsumgüter. Kaffee. Ja, okay, gut. Aber 5000 haben wir da jetzt nicht reingebuttert. Also so schlimm ist es dann doch nicht. So, genau. Wir haben jetzt hier Harz mal händisch hingeliefert. Und auf einmal ist Harz voll. Das freut mich ja. Das heißt, unsere Farben- und Lackeproduktion... Ah, hier brauchen wir Quarzsand. Hä, aber haben wir Quarzsand nicht weggeliefert? Nach Bradcaster? Von hier? Warum? Ethanol ist jetzt auch nicht mega viel auf Lager. Quarzsand gar kein Problem. Harz jetzt mittlerweile auch nicht. Dann ist Ethanol jetzt eher noch der limitierende Faktor. So, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich booste. Bitte? Was haben wir denn hier für eine krasse Überproduktion? Kann ich bitte erstmal nochmal nur die Insel sehen, wo ich gerade drauf bin? Nur Jandelflock. Wie heftig ist das denn? Hä, wie kann das denn sein? Bringen wir das weg? Ach nee, unsere Schnapsbrennereien haben eben brach gelegen. Genau. Warum haben die brach gelegen? Weil es keine Kartoffeln gab. So war's. Genau.
haben wir analysiert. Das bedeutet natürlich, in dem Falle machen die auch kein Ethanol, was problematisch ist. Kein Ethanol ist nämlich doof. So. Gut, dann schmeißen wir jetzt einfach eine weitere Chemiefabrik noch an, die noch weiter Farben und Lacke produzieren kann, damit wir hier ordentlich was geliefert bekommen. Und ich würde noch mal kurz unten in der neuen Welt vorbeigucken, weil wir da jetzt gar nicht schon was länger nicht mehr waren. Oh, guck mal, wie viele schöne Schiffe hier fertig sind. Und die kann ich jetzt alle in eine neue Region schicken. Alle in die Arktis und alle nach Port Defiant. So, und hier sind wir auch noch in der Produktion. Alles wunderbar, sehr schön. Das läuft. Denn in der Arktis wollen wir die ja einsetzen, um hier mal ordentlich auszuleuchten, wo es Schätze gibt, damit wir auch ordentlich Items farmen können für unsere Luftschiffe dann wieder. Genau. Aber das ist jetzt so ein bisschen so ein Side-Projekt. Hauptprojekt ist jetzt gerade, dass es Bradcaster gut geht. So, und das dürfte jetzt schon mal wieder gut sein für Bradcaster. So, und dann können wir hingehen und können sagen, was waren das hier? Das waren noch Level 1er. So, dann gehen wir doch mal auf die Level 1er und upgraden die mal weiter zu Level 2. Und es hängt immer am Stahl. Aber wir haben ja gesehen, das füllt sich auch relativ schnell wieder auf. Insofern erstmal nicht das Problem. Haben wir hier denn eigentlich schon Lebensqualität hergestellt? Jo, wir haben Felle scheinbar. Importieren wir die oder wie machen wir das? Ich gehe mal fast davon aus, dass wir die importieren. Ah ja, klar, das haben wir eben getestet. Sollen wir das mal umstellen, irgendwas? Nee, weil aktuell haben wir ja von allem genug, damit hier ordentlich gehandelt werden könnte. Also haben wir gerade gar kein Need, das umzustellen. Wollen wir hier noch etwas importieren? Zum Beispiel, ich würde, glaube ich, hier ganz gerne, und dann nehmen wir vielleicht jetzt wirklich mal die Aufzüge, damit die hier einfach mal mit reinkommen. Und hier, das ersetzt man natürlich nochmal. Ich würde hier jetzt gerne noch Kartoffeln importieren. 3500 bitte, 3300, mehr passt ja gar nicht rein. Das sind 41 Aufzüge. So, weil dann können wir nämlich sagen, wir machen hier noch mit einem freien Schiff. Auf Handelsroute soll ich natürlich nicht gucken. So, du schmeißt jetzt erstmal das hier über Bord, kannst vielleicht noch kurz hier die 5 Farben und Lacke einmal abliefern. Auch wenn das natürlich jetzt auch nicht die Menge ist. Aber mit dir machen wir jetzt eine neue Handelsroute. Und zwar bringst du von Bradcaster nach Yandelflock ab sofort Kartoffeln. Damit wir auf jeden Fall genug Kartoffeln haben. 3B nach 3Y. Denn, dass wir Ethanol haben, ist kritisch für unsere Entwicklung jetzt hier. Und das bedeutet 3B nach 3Y mit Kartoffeln. Okay. Kann losgehen, die Handelsroute. Noch gibt es ja keine Kartoffeln, aber wenn Captain Morris in 3 Minuten dann das nächste Mal hier anlegt, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. So, Stahl ist mittlerweile wieder ein bisschen was angekommen. Und damit können wir jetzt nachziehen. Und was ich jetzt cool fänden würde, ist, wenn ich mir irgendwie angucken könnte, gibt es noch Level 1er hier? Ich vermute schon nicht. Ey, das ging jetzt relativ schnell. Wir haben jetzt fast die ganze Insel ein Level hochgezogen. Das ist schon schön. Okay, was können wir hier denn noch theoretisch machen? Beziehungsweise was müssen wir noch sicherstellen? Die sind alle schon happy. Die sind alle bereit, weiter aufzusteigen. Okay, Schmuck scheint ein Ding zu sein. Bringt aber nur ein bisschen Zufriedenheit. Ist nicht ganz essentiell. Wow, unsere Flotte ist angekommen. Egal, wird gerade mal ignoriert. Bei der Lebensqualität können wir natürlich noch nachliefern, indem wir Bärenfell irgendwie herkriegen. Aber Bärenfell ist natürlich heftig. Bärenfell sind ja aus der Arktis. Und die Arktis haben wir jetzt gar nicht so krass ausgebaut. Und da ist ja auch nie so... Also klar, wir haben hier jetzt noch... Achso, das ist auch schon eine von den Hochinseln. So, das heißt, wir müssten hier jetzt irgendwie starten. Hier haben wir jetzt theoretisch gar kein Bärenfell, ne? Man musste irgendwie noch umdingsen. Aber hier haben wir jetzt Bären im Überfluss. Achso, kann ich das gar nicht zu allem anpassen? Naja, schauen wir uns mal kurz an, wie das hier jetzt aussieht.
Unsere Bärenfellproduktion, wo steht die? Die steht hier oben, genau. Wir brauchen also Platz dafür. Wenn wir die nicht irgendwie ertauschen können. Und ich glaube nicht, dass wir Bärenfelle importieren können. Sonst würden wir das wahrscheinlich schon längst machen. Bärenfell gibt's nicht. Das ist dann natürlich ein heftiges Ding, um das wirklich hier nutzen zu können. Da können wir doch besser mit den Teppichen gehen und könnten die noch importieren. Und dann könnten wir, was könnten wir denn sein lassen? Gut, hier haben wir jetzt, guck mal, hier importieren wir auch Schmuck. Lass uns doch mal mehr Schmuck importieren. 800. Müsste ja trotzdem noch vorne und hinten passen. So, jetzt haben wir hier Glühbirnen irgendwie. Kautschuk. Warum holen wir uns Kautschuk? Wahrscheinlich auch als Zwischenhandelsding, ne? Auf was können wir denn hier verzichten? Auf Bretter können wir doch verzichten, oder? Und können uns dafür mal ordentlich Teppiche ranholen. 3300 vielleicht direkt. Das wird jetzt einmal richtig wehtun, bis das bezahlt ist, aber dann wird das auch ganz gut gehen. 400. Das müsste trotzdem noch sehr gut passen mit den schweren Geschützen, die wir haben. Und Captain Morris läuft gerade ein. Perfekt. Das heißt, wir haben gleich Teppiche und können Teppiche hier jetzt als weitere Zufriedenheit aktivieren, was 40 weitere Investoren pro Haus bringen kann hier. Jetzt gerade auf dem Level, wo wir sind. Und wir sind jetzt an der schönen Situation, dass wir auch sagen können, wir graden schon wieder weiter ab. Denn unsere Baustoffrouten haben wir wirklich gut gebaut. Hier wird fleißig nachgeliefert. Wobei ich gar nicht mehr weiß, wo unser Stahl herkommt. Kommt das hier von Leviticus? Ich sehe jetzt gerade... hier hinten ist unsere Stahlproduktion. Jawohl. Die werden fleißig voll gemacht. Und hier ist ganz schön viel im Argen in dem Spielstand. Ganz schön viele Sachen, wo es dann mal hakt. Da müssen wir generell immer wieder jetzt so während den Folgen ein bisschen upgraden, ein bisschen gucken, dass es etwas besser wird. Und irgendwann sind wir dann hier wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau. Jetzt haben wir hier theoretisch ja sogar Jagdgründe, aber wir haben ja auch gar keinen Platz, um zu sagen, gut, dann jagen wir jetzt hier ein bisschen. Deshalb ist das gar nicht so wichtig so. Das ist schon penetrant, wie hier die Post die ganze Zeit aufploppt, ne? Kann man fast überlegen, ob man das irgendwie ausstellen könnte. Naja, für wann anders dann diese Überlegung? Vielleicht für ein weiteres Game-Update. Vielleicht gibt's das auch schon. Und ich weiß das nur bisher nicht. Ja, sehr cool. Also, wir haben hier gerade wenig To-Dos auf der Insel, außer dass wir ein bisschen jetzt auf die Stahlträger warten müssen, damit wir hier weiter ausbauen können. Wir sind aber an einem richtig, richtig, richtig guten Punkt hier unterwegs. Wir sind jetzt bei 1,1 Millionen Einwohner schon. Also, ihr seht, wie sich das hier beschleunigen kann. Allein durch die Post schon mal. Da haben wir ja einen Riesenschritt in ganz kurzer Zeit gemacht. Aber dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge Anno 1800, dass wir hier an Bradcaster ein bisschen weiterbauen, ein bisschen kleine weitere Fortschritte machen. Vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen mehr Stahl ranbringen. Aber dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Anno 1800. Bis dann. Ciao. Bild erstellt. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen.